Endlich! Und damit begrüße ich euch zu einer Folge Super Mario 64 Ocarina of Time. Ich nehme auf und krieg's direkt hin. Gestern in der Aufnahme einfach überhaupt nicht. Und heute... Wow, das war gut. Und heute bin ich wieder frischer und hab's direkt hingekriegt. Super. Und auch voll. Sehr schön. Direkt ein Stern zu Beginn des Parts. Das ist doch perfekt. So, wir sind hier in irgendeinem Gebiet unterhalb des Hylia-Sees oder so. Ich bin mir nicht sicher, wo wir gerade sind. Ich glaube, oder im Hylia-See. Sind wir von hier gekommen? Genau, von hier sind wir gekommen. Wir sind hier reingeschwommen. Und ja, jetzt gucken wir mal, was es hier sonst noch so gibt. Hier haben wir im letzten Part, wie gesagt, das Schwimmen durch die Ringe gemacht. Haben dadurch einen Stern bekommen. So, was sagst du jetzt noch so Spannendes? Sagst du noch irgendwas? Ja, das haben wir schon gemacht. Wundervoll. Okay, du sagst nichts mehr. Dann ist da drüben noch was gewesen. Da steht ein Pinguin. Was sagen sie denn? Hi. Ich kann nicht mit dir reden. Jetzt. Hey, if you want to swim fast, slow and steady, that's it. Was? You go much faster with a steady and consistent rhythm, then you go by mashing, das weiß ich. Trust me, I'm an expert swimmer. Das weiß ich, vielleicht hätte mir das bei dem durch die Ringe schwimmen auch geholfen, keine Ahnung. Aber das weiß ich tatsächlich. Hier gerade so ein bisschen zu sehen. Okay, hi, was hast du zu sagen? Kann ich mit dir reden? Sieht nicht so aus irgendwie. Ich schwimme durch dich durch. Vielleicht, wenn man irgendwie das Wasser ablässt oder so, keine Ahnung. Wo sind wir ja eigentlich? Ich kann mich an den Ort null erinnern. Oder warte. Nee, oder? Ist das... Die... Beister... Ten... Okay. Hallo, red mit mir. I'm not a scammer. The star is really special. 1000 coins is an adequate price. Look, this one has eyes. Have you ever seen one like that? Ja, in diesem Spiel schon 37 Mal. Dafür habe ich aber das Geld nicht. Wir sind wirklich da, wo ich dachte, wir sind in dem Sokra-Reich. Oder etwa nicht. Wie sind wir hierher gekommen? Okay, der König ist ein großer Pinguin, alles klar. Wie sind wir hergekommen, jetzt mal ganz ehrlich. Hi. Heißt du mich durch? My baby, I lost my baby. Please, you must help me find her. Her name is Ruto. She's most likely wandered off like she always does, but this time she hasn't come back. She's probably stuck on somewhere in the Zora River. Bin ich hierher gekommen? War der Weg da schon immer da nach hier? In OOT unter der Brücke. Quatsch, Brücke. Unter dem. Ja, Eingang da. War das schon immer da? Und du so? Pound the switch and collect all the coins you can. My personal record is 15. Okay, machen wir mal. So, wo ist denn noch was? Da unten. Okay, auch nur 15. Bekommt man vielleicht was, wenn man mehr als 15 schafft? Aber erstens, wieso spielt hier in dem Sora-Reich immer noch die Overworld-Musik? Und zweitens, wie bin ich hierher gekommen? Mario, willst du dich bewegen so? Weißt du, das ist eigentlich ziemlich praktisch, dich zu bewegen, weil dann kommst du... Dann kommst du von einem Ort zum anderen. Ich dachte gerade, ich hätte in der Wand einen Stern gesehen. Ich führe euch nur Dinge ein. Was ist hier? Das war das, wo ich gerade war, oder? Ja. Hi. Hallo. Ja, okay. Denkt man bekommt da was dafür, wenn man mehr als 15 schafft, oder? Wäre zumindest nochmal logisch. Der Witz ist, ich wollte halt noch gar nicht hierher eigentlich. Ich wollte ganz normal
vom Sora-Fluss halt herkommen. Und nicht über den Hylia-See irgendwie. Was zum Teufel habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. Alter, schau laut die Musik. Hier ist nämlich der Sora River. Aber nee, das Gebiet gucken wir uns ganz normal an. Da unten ist auch ein Switch gewesen, glaube ich. Okay, die Musik ist halt die gleiche. Haben da gerade ein paar Töne gefehlt irgendwie? Das kam mir gerade so vor. Die klingen definitiv in OOT besser, muss ich ehrlich sagen. Ich mag das Szenen ziemlich gern. Aber hier, ich weiß nicht, irgendwas fehlt da. Zumindest kommt es mir so vor. Es ist logischerweise nicht schlecht. Aber irgendwas fehlt. So, da unten ist der Eingang gewesen. Dann gehen wir zurück zum Hylia-See, würde ich sagen. Alles klar. Da unten ist ja der Wassertempel. Kommt man da jetzt schon rein? Normalerweise sollte man nicht als der Aal drin, oder? Sieht zumindest so aus. Hi. Du frisst mich wie ein SN64. Aber du willst mich fressen. Habe ich recht? Hi. Keine Ahnung. Ich glaube, ja, okay. Ich glaube, ich komme da nicht rein. Deswegen gehe ich lieber nach oben, bevor ich ertrinke. So, wundervoll. Ich will noch gar nicht in Wassertempel rein. Ich habe Angst davor. Sagen ja immer alle, boah, da ist ein OOT so schwer und was weiß ich. Und ich finde ihn, ich finde ihn eigentlich in OOT nicht mal so schwer. Hier war doch auch irgendwas in der Plattform. Ich weiß ja genau, was es war, da war irgendwas. Ich finde ihn in OOT eigentlich nicht mal so schwer. Wenn man da ein bisschen mit vertraut ist, dann geht das eigentlich. Ich ankomme mich bestimmt nicht, oder? Nee. Aber, naja. Ich habe trotzdem Angst, den in dem Hack zu lösen. Einfach, weil er trotzdem riesig ist und kompliziert ist und so. Deswegen. Und hier geht das, wenn man sich ein bisschen konzentriert und einfach alles genau studiert quasi. Aber hier in dem Hack weiß ich halt nicht, inwiefern ich das hinkriege. Naja. We will see. So. Dann gehen wir mal wieder, würde ich sagen. Was ist eigentlich hier unten? Ist hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Nee. Ah, okay, komm, wir gehen wieder. Ist meine Magieleiste größer geworden oder bilde ich mir erst gerade nur ein? Ich glaube, die ist größer geworden, oder? Achso, ich habe volle Münzzahl. Jetzt ist die Frage, wo bekommt man die größere Börse her? Ich weiß es nicht. So, den roten Münzstein haben wir schon geholt. Ba, 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 ba. Ach ja, so ein schönes Team. Wundervoll. Und dann starten wir neu. Kann ich ja hoch? Nee. Ah, mit Skill schon. Ah, mit Skill schon, fast wie runterfallen. So macht man das. Ich vermute, dass hier oben irgendwas drauf ist. Maybe. Nee, sieht nicht so aus. Gehende Leere. Okay. Dann auf zum Sora River. Mann, ihr habt mich letztes Mal schon genervt. Das war aber nicht in der Aufnahme. Da habe ich irgendwas rausgeschnitten gehabt. Und da waren die auch. Da oben ist ein Stern. Wie kommt man denn daran? Ist hier oben eine Kanone? Das wäre halt ganz praktisch so. Aber ich vermute mal, man kann später irgendwann noch richtig fliegen. Ich meine, es gibt ja eine Flugkappe in Mario 65. Deswegen wäre es sinnlos, wenn man den nicht mit einbauen würde in den Hack. Als Item. Wenn man schon sowas... Oh, please, Mario. Wenn man schon sowas einbaut wie einen Bombenentschärfer, wird man doch wohl auch die Items einbauen, die schon original im Spiel vorhanden sind.
Ich meine, die... Ach, egal. Die Vanishing Cap hat er auch mit eingebaut, deswegen. Wir werden auch noch den Metall Mario bekommen, weil es gibt ja einige... Dankeschön. Einige Bodenplatten, die... Ach ja, ich wollte mir eine Bombe holen, stimmt. Es gibt ja einige Bodenplatten, die wir nicht wirklich betätigen können. Und ja, deswegen denke ich schon, dass, also zum Beispiel irgendwo im Wasser, dass wir noch die Vanish Cap bekommen, oder, heißt die Vanish Cap oder Vanishing, ich weiß es gerade nicht. Das sieht auch so seltsam aus. Ach, da ist der Eingang, okay. Und da ist Dings gewesen, okay, alles klar. Dann hoffe ich mal, dass der Bob eine große Explosionskraft haben wird. Ja, halbwegs. Egal. Der Eingang ist auf, deswegen passt das. Der Fluss scheint ausgetrocknet zu sein, wieso auch immer. Er kennt's nicht. So, wir haben jetzt schön Magie. Die können wir jetzt mitnehmen. Wir haben immer so viel. So ist hier oben auf den Säulen, Mauer, was auch immer, was drauf. Letzte Question. Sieht nicht so aus. Ist hier unten im Fluss irgendwas? Sieht auch nicht so aus. Kann man hier vom Fluss aus nach draußen laufen? Sehr interessant. Ja. Okay, alles klar. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass man da wieder rauskommt. Gut, dann werde ich mir mal offscreen eine weitere Bombe holen. Bis gleich. Ich sehe gerade, dass hier sogar eine in der Nähe ist. Wow. Das heißt, man muss gar nicht mal so weit weglaufen eigentlich. Moment. Da hinten ist der Kokiriwa. Das heißt, wir müssen in die Richtung weiter. Gott, bin ich doof manchmal. Wow, das war auch klug. Der ist ja wirklich hier quasi genau dafür da, dass man das aufsprengen kann. Mario, geh bitte nach oben. Da bin ich auf jeden Fall richtig klug gewesen. Egal, ich habe jetzt einen geholt. Komm her. Und mach bumm. Ja. Vielleicht sollte das was ein bisschen genauer machen. Das wäre zumindest ganz praktisch. Oh! Mario, please! Komm sie her. Komm zu mir. So. Jetzt ist er da, genau, der andere ist hier wieder gespawnt. Dann kann ich den eigentlich mit reinnehmen und versuchen, diesen einen Stein am Anfang aufzusprengen. Wenn das überhaupt geht, das wäre voll praktisch. Den da hinten ist. Das wäre halt echt ganz geil, wenn das gehen würde. Ne, die sind nicht zum Aufsprengen gedacht, scheinbar. Okay, dann bekommt man die wahrscheinlich irgendwer anders auf. So, der Sora-Fluss. Was haben wir jetzt so schönes? Überall haben wir irgendwie so Sterne, bisschen was vielleicht für mich. Hier gab es immer ein Herzteil, das weiß ich noch. Please, Mario, komm. Ordentlich nach oben, Wandsprung. So macht man das. Fein, hier sind Bombendingens. Oh Gott, es gibt Red Coins. Okay, der Pfeil zeigt auf das Bombendingens. Das ist spannend. Ich glaube, hier oben auch ein Original. Ein Felsen, aber eine Feenquelle, oder? Wo man sich kleine Feen holen konnte. Ich glaube, da war irgendwas. Irgendwas. An irgendwas erinnere ich mich da. Ich kann auch gerade falsch liegen, aber. An. Ah, irgendwas erinnere ich mich da. So, die roten Münzen sind immer angenehm. Die sind nämlich nicht auf Zeit. Das ist relativ praktisch. Die sind einfach nur so da. Man muss keinen Schalter aktivieren, wenn sie kommen. Das ist ziemlich praktisch, wie gesagt. Na komm her. Mario, drehen Sie sich um. Das geht so oder so auf und sagt, also, dass die Münzen oftmals mit Scheitern verbunden sind. Das ist einfach so ein kleiner Stress. Den das auslöst. Wenn man irgendwie in so einer kurzen Zeit schnell alle Münzen sammeln muss. Das ist auch so eine Sache, die mag ich an Mario Sunshine nicht, weil es da auch einige rote Münzenmissionen gibt, die es
in irgendwelchen kleinen Bonusräumen quasi nur mit Zeit gibt. Und so. Mario Sunshine hat allgemein einige rote Münzmissionen. Ich denke, Entwickler, please, wieso? Also ich meine jetzt die Bonus-Stages, wo man, wo man nur, ich sehe nicht, ach, das ist ein Fisch. Hi. Okay, ich muss ihn wahrscheinlich zu irgendwem bringen oder so. Ich meine halt die Bonus-Stages, ich würde ganz gerne sehen, wo man ohne das Dreckwerk rein muss und dann halt irgendwelche roten Münzen sammeln muss oder so. Oder, das war erst... Ich glaube, das ist ja so, man macht die erst so und dann macht man den mal ohne Dreck weg und da muss man rote Münzen sammeln oder so. Keine Ahnung. Und da ist auch manchmal eine Zeit. Ich habe Sunshine ewig nicht mehr gespielt und bin auch froh drum, weil ich Sunshine echt nicht so gern mag. Wenn ich die ganzen Jump-Runs mir angucke, wahrscheinlich mein Hass-Jump-Run. Zumindest das Hass-3D-Jump-Run. Wenn man es nennen kann. Ich hasse das Spiel nicht, aber ich mag es dann am wenigsten. Das ist so die Sache. Und 2D weiß ich nicht genau. Das ist eine gute Frage. Die Plätze teilen sich wahrscheinlich Lost Levels und SMB 2. Einfach aus dem Grund. Lost Levels, weil es halt... es ist zwar für mich angenehmer zum Spielen als SMB 2, aber dafür halt auch viel schwieriger. Oh, was habe ich jetzt getan? Ich wollte irgendwie in der Luft irgendwas machen und das hat nicht ganz geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, logischerweise. Egal, die ist schnell geholt. So. Ja, ich sehe wohl auch schon einen Spawn da oben irgendwo, alles klar. Wie kommt man das am besten hoch? Was ist da oben? Da oben ist irgendwas Blaues gewesen. Okay, da sind Bomben. Please, Mario, please. Ich habe noch einen Bob unter... Mann! Ich habe noch einen Bob unter Bike, glaube ich, aber den wollte ich eigentlich für diesen anderen Face benutzen. Leute, es gibt... Oh, hier ist direkt einer, wundervoll. Es gibt wieder so viel zu tun. In dem Gebiet hier. Oh Gott. So, hier musste man selber das Wiegenlied spielen, um da Einlass zu bekommen. Bei den, ich wollte gerade Gerudos sagen, bei den Soras, was in dem Fall jetzt hier Pinguine sind. Ah, oben ist Ruto, hi. Um dich kümmere ich mich jetzt aber erstmal nicht, sondern ich würde ganz gern eine Sache erstmal beenden. Und das, hallo, dankeschön. Und das ist der Stein da oben. Jetzt ist die Frage, aua, wie komme ich am besten hin? Wahrscheinlich von hier mit Bandsprüngen. Das ist eine coole Sache. Hm. Ihr seht schon, habe ich recht. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Nein, Sprache. Jetzt sterbe ich hier. Ich hätte schon kommen. Ah! Ja, das war ein normaler Laut. Oh, jetzt bin ich wieder. Hier habe ich meinen Bob-Omb noch. Ja, gut. Kurz auspacken wir mitnehmen. Meine Güte, so schwer ist es auch noch wieder nicht, Wandsprünge zu machen im Spiel. Was? Wieso hörst du denn einfach auf? Ich drücke doch ganz normal weiter. Mit genau gleichen... So, meine Güte, Mario, please. Es ist halt echt nicht so schwer, weißt du das? Ich wusste, das war halt schon angefangen hat zu explodieren, deswegen... hatte ich irgendwie Angst davor und deswegen... Respawnt er so schön. Dankeschön. Deswegen ging das nicht ganz. So, komm her. Und bumm. Eine Röhre. Sehr schön. Ha, das habe ich mir gedacht, dass jetzt hier eine Fee drin ist. Es war, wie gesagt, glaube ich, auch ein OT so. 39. Wundervoll. Perfekt. Achso, ich bin ja geheilt. Ups. Dann warpen wir uns wieder raus, würde ich sagen. Pengu River.
Ich hätte jetzt Sora-Fluss gesagt, ganz ehrlich. Also, in den Titel Sora-Fluss geschrieben. So, dich haben wir schon. Dann können wir jetzt nach hinten gehen und da den Steindingens aufsprengen. Und das ist auch die letzte Amtshandlung für den Part. Das war gut. Zum Pengu River gehen wir im nächsten Part. Wir holen auch Ruto im nächsten Part und bringen sie ihrem Vater wieder. Achso, das sollte ich vielleicht mal mitnehmen. Oh. Hallo, was? Ich bin so ein Trottel. Wisst ihr das eigentlich? Ich bin so ein Vollidiot im Spiel manchmal. Oh, wie komme ich am besten hoch? Ja, genau so. So. Wundervoll. Hi. Dann kommen Sie bitte mit. Wundervoll. Und sprengen wir diese Felsen hier auf. Ich wusste es. Ich habe mir schon gedacht, dass das passiert, wenn ich die ja vorwerfe. Ich Vollidiot. Oh Gott! Ich bin ja manchmal echt gut in dem Spiel, aber manchmal bin ich auch einfach vor Skill. Ach, ich wollte nicht. Manchmal bin ich auch einfach vor Skill so schlecht. Nein, ich wollte, dass du dich umdrehst, Bombe. Ich wollte eigentlich keine Schlafattacke machen, ich wollte einen Weitsprung machen. Ich hab voll echt die Steuerung kacke. Ja, Deutsch. Nicht drauf, wollte ich eigentlich sagen. Ich weiß nicht, wieso ich was anderes gesagt habe. Kannst du respawnen? Ich will gar nicht wissen, was der Schalter bringt. Das gucken wir uns im nächsten Part an. Oh Gott, das war knapp. So, bist du mal respawned, bitte. Das wäre zumindest ziemlich geil, dankeschön. So. Wundervoll. Ich bin zwar schon drin, aber. Okay. Das ist der Bereich, der mich nach Goronia führt, oder? Also zum. Ja, genau. Lost Woods führt. Alles klar. Dann können wir jetzt zurückgehen. Bitte. Ich muss nach unten tauchen. Mario, tauchen Sie, bitte. Wahrscheinlich mit der Vanish Cap dann, ja. Wundervoll, gut. Dann kommen Sie her. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Super Mario 64. Oh Gott. Ocarina of Time wieder. Ich bin zu schlecht zu mir hochkommen. Das war doch eine erfolgreiche Folge. Ja. Und. Oh nein. Komm her. Nicht. Nein. Oh. Da. Ja. Ich mach das. Hab ich gerade ein Leben verloren? Ich mach das offscreen. Wir sehen uns gleich wieder. Im nächsten Part dort oben wieder. Tschüss.